gab es einen Spruch bei vielen Demonstranten: Hätte Maria abgetrieben, wäre uns vieles erspart geblieben. Eine schreckliche Aussage darüber, dass Menschen leichtfertig über das Leben anderer entscheiden. Und wenn Sie sich vorstellen, wie schrecklich Krieg ist, wie schrecklich Hungersnöte sind, wie schrecklich Diktaturen sind, die Andersgläubige, Andersdenkende ins Gefängnis sperren, umbringen lassen, bis hin jetzt auch der Skandal Saudi-Arabiens, da wird dieser eine Mensch skandalisiert, dass aber in Saudi-Arabien, in Jemen Kriege schon seit vielen langer Zeit führt, das wird schon wieder weniger thematisiert. Das heißt, manche Menschen scheinen dann wieder kostbarer zu sein als andere. Wir hören plötzlich von denen, die hier in der Nähe umkommen, viel aufgeregter als die 100 Kilometer weiter sind oder 500 Kilometer. Und da, liebe Schwestern und Brüder, stellen wir fest, dass wir plötzlich doch wie eine vermeintliche Entscheidung haben, gibt es ein stärker wichtiges Leben und ein weniger starkes wichtiges Leben. Die Jusos haben jetzt beim Bundeskongress in Düsseldorf beschlossen, einen Antrag gegen das Grundgesetz zu beschließen, dass die Abtreibung frei sein soll bis zur Geburt. Sie müssen sich also vorstellen, und mit der Begründung, dass es der Freiheit der Frau entspricht. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, die Freiheit, und Papst Franziskus hat es neulich in einer anderen Weise gesagt, er hat gesagt, um Probleme zu lösen, kann man niemand töten. Es löst kein Problem, wenn wir töten. Es löst Probleme nie, wenn wir Krieg führen. Und Papst Franziskus hat diesen sehr griffigen Ausdruck gebracht, dass Abtreibung so etwas ist, wie wenn jemand einen Auftragsmörder bestellt, der die schmutzige Arbeit für einen tut. Wenn wir über Abtreibung sprechen, sprechen wir nie über das Böse oder nein, sondern da sprechen wir nie ein Urteil über diese Frauen, die in Not sind. Und in welcher Not sie sind, das kann sie nur selber beurteilen, das können wir von außen nicht beurteilen. Wir können nur sagen, dass wir als Menschen überhaupt nie Recht haben, über das Leben eines anderen zu entscheiden. Stellen Sie sich vor, wenn jetzt die Jusos also Recht bekämen im Bundestag, und dann wäre es so, dann könnte man sagen, jetzt ist für die Frauen eine Freiheit entstanden, jetzt können sie das Kind bis zur letzten Minute abtreiben. Dann würden sie ihre Freiheit leben. Würde aber eine Frau 4 Wochen später, nach dem der Geburt, wo das Kind vielleicht 4 Wochen lang schreit und krank ist und sie am Ende ist, in ihrer Hilflosigkeit ersticken, dann wäre sie eine elende Kindsmörderin, die verurteilt werden würde und ins Gefängnis käme. Und da sehen wir die Perversion dieser Vorstellung, dass wir irgendwann sagen können, bis dahin ist es noch gut und danach ist es nicht mehr gut. Und wenn wir so weit sind, dass wir sagen können, bis dahin, du kannst jetzt abgetrieben werden, weil du störst, dann möchte ich nicht viele Eltern erleben, die mit ihren pubertierenden Kindern große Schwierigkeiten haben und dann auch sagen, Mensch, das Kind stört. Oder die Großeltern, die erlahmen und viel Aufwand brauchen bei der Pflege, sie stören. Und wie oft stören uns Menschen? Und kämen wir da auf die Idee zu sagen, in meiner Freiheit, weil der mich stört, möchte ich ihn umbringen lassen? Sie sehen also, liebe Schwestern und Brüder, dass dort, wo wir anfangen, nur um Haaresbreite das Leben nicht mehr zu wertzuschätzen, fangen wir ein Riesentor auf, das mit der Bioethik und dieser ganzen Thematik, die ich jetzt nicht eröffnen möchte, noch weitergeht. Das Leben zu schätzen, schützen, ist das Weihnachtsfest. Weihnachten feiern wir, weil wir sagen, Gott schenkt Leben. Und keiner von uns hat dieses Recht, dieses Leben zu töten, abzutreiben. Die Freiheit bei der Zeugung des Kindes ist nicht am Ende das Kind tot zu machen, sondern am Anfang sich zu überlegen, ob ich diesen Zeugungsakt lebe.
Da fängt Freiheit an. Und da hören wir es auch von den Geboten hier in der Lesung, dass dort, wo wir Menschen die Gebote Gottes einhalten, wir nie in diese Frage des Unrechtes kommen, dass wir entscheiden können, was ist recht und was ist nicht recht. Liebe Schwestern und Brüder, natürlich müssen Menschen beraten werden. Natürlich müssen Menschen begleitet werden. Aber wenn wir dieses Evangelium betrachten, wo wir sagen, da werden Hochzeitslieder gesungen und ihr tanzt nicht, dann können wir sagen, es gibt unendlich viele Familien, die ein Kind erwarten und nicht diese Freude aufbringen, sondern es zu überlegen, umzubringen. Und es gibt ganz viele Familien, die in dieser Totenklage sind, wir kriegen kein Kind. Und das sind heute immer mehr Menschen. Und da tun wir biologisch dran rum, experimentieren in unscheußlichster Weise, bis hin auch der Tötung der Föten, wenn sie zu viele sind. Und wenn wir da sagen, wenn ein Kind entsteht, auch wenn es nicht von den Eltern erwartet ist, müssen wir doch aber sagen, dass Gott scheinbar auch in diesen Unrechtszeugungsakt, der da geschehen ist, sein Ja zum Leben gesprochen hat. Und deswegen gilt es, dieses Leben zu schützen. Und wenn eine Familie sagen kann, wir schaffen es nicht, aus berechtigten Gründen, aus Gründen, die wir vielleicht nicht verstehen, aber zu sagen, trotzdem ist das Leben so kostbar, das ist ein Geschenk, das mir anvertraut ist, ich kann es aber nicht in rechter Weise begleiten, ich gebe es aber jemandem, der dankbar ist, um diesem Leben die Fülle zu geben und es zu begleiten, dann würden wir doch auf allen Seiten einen besseren Weg gehen, als ein Problem zu lösen, in dem jemand getötet wird. Bitten wir also den Herrn, gerade für unsere Politiker, besonders für diese Familien, für die Frauen und die Männer, dass auch die Männer den Mut haben, dazu zu stehen und ihre Frauen nicht bedrängen, dass die Familien den Mut haben, ihre Töchter zu unterstützen und nicht die manchmal sogar frommen Eltern oder Großeltern raten und drängen, dieses Kind töten zu lassen. Bitten wir also darum, dass wir auch als unsere Familien, als Gemeinden, als Kirche so einen Raum schaffen können, dass immer Leben, das bei uns an der Tür anklopft, willkommen ist und auch begleitet wird, so dass es den Weg zum Herrn findet. Wenn der Herr uns einlädt, dass die Weisheit ihr Recht bekommt, so können wir nur sagen, dort, wo wir mit rechter Weise Weihnachten begehen, um das Fest des Lebens zu feiern, dort werden wir auch alles daran tun, für dieses Leben eintreten. Und so ermutige ich Sie auch hier und auch an den Fernsehgeräten, Ihren Abgeordneten zu schreiben, Pro-Life-Organisationen zu unterstützen, sich auf den Weg zu machen, überall dort, wo Not ist, beizustehen, sodass wir ein glaubwürdiges Zeugnis geben, dass das Leben kostbar ist. Christus ist Mensch geworden, machen wir es ihm gleich.